Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns YouTube Kacke Yoda muss dringend ins Krankenhaus an. Ich guck mal, ob wir die Qualität ein bisschen hochstellen können. Nein, können wir nicht, okay. Schön, dass wir darüber reden konnten. Finde ich sehr gut. Ich mag immer so Videos, die so Toaster-Qualität haben, aber okay, gut. Höher können wir nicht stellen, geht leider nicht, okay. Müssen wir jetzt mit klarkommen. Die Leute vor der HD-Zeit mussten auch damit klarkommen. Überlebt, ihr sofort sichern müsst. Schießt die. Oh, Kacke. Ich kann nicht leben. Oh, ich hab ein großes Bum-Bum. Oh, mein Kopf ist so... Das Geilste ist halt wieder, ich verstehe halt fast nichts. Also du müsstest noch ein bisschen dich selber viel, viel lauter machen als das Video an sich. Also ich würde einfach das Video, keine Ahnung, 10 Dezibel runterstellen und dich einfach ein bisschen höher stellen oder dich auf den Pegel lassen. Aber das Video halt leiser stellen, sonst versteht man halt nichts. Oder was hat er? Ich hab Krebs. Mit der. Also von Krebsen. Scheiße. Und jetzt verstroh er mir. Ach, scheiße, was? Was ist denn? Oh, Kacke. Ich finde das halt so geil, dass man fast überhaupt gar nichts davon versteht, was er sagt im Hintergrund. Das finde ich halt so cool, ey. Man muss sich ja vorstellen, ne? Man gibt sich so mega Mühe, dass das Video cool wird. Und im Endeffekt, wenn das Video dann auf YouTube hochgeladen ist, verstehen die Leute, die sich das angucken, die das Video konsumieren, die verstehen halt gar nicht den Zusammenhang und gar nicht den Inhalt. Hat aber auch was von YouTube-Kacke, ne? Oh mein Gott! Oh, Schatz, ein Braten! Captain! Captain, schnell, flieg dich nur mal hier, Spacko! Ich will noch zu meiner Mutter kommen. Commander, was will ich jetzt? Erstmal pausieren. Das habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Ich würde einfach die, also in dem Moment, wo man pausiert, wenn man es schon irgendwie so aufnimmt, also ich würde einfach das Video downloaden, aber wenn man das Video schon so aufnehmen muss, würde ich den Moment, wo man pausiert, einfach rauscutten, dass man das gar nicht sieht, dass man pausiert. Lage. Wir haben Päpchens Pizza vergessen. Wird die brauchen wir noch nicht. Andere Prioritäten, ey. Jetzt geht's hier um. Keine Ahnung, Schlacht. Er hat auf Blätung. Oh, bringt mich sofort ins Krankenhaus. Päpchens Krankenhaus, bitte. Boah, der muss, guck mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das Viech hier heißt, aber der müsste eigentlich voll gut Fernsehempfang haben, ne? Mit der Schüssel hier unten dran, er muss ja übelst guten Fernsehempfang haben. Oh, nicht das. Also mitnehme ich schon die Qualität verbessern. Ah, ne, das ist so cool. Schön. Oh, das ist das ganze Video,
Patienten? Ihr habt mein Krankenhaus zerstört. Tut mir leid, Sir. Ich hasse sie so sehr, deswegen werde ich jetzt den Kopf abpacken. Ich hab mein Krankenhaus zerstört. Hast du was da vergeben? Soll ich viel Silvester vergeben? Oh nein, glaub ich, Silvester vergeben ist noch so. Voll. Nee, kein Geo, das ist ein Krankenhaus, das ist das Wichtigste. Aber schön geschlacht, ne? Muss man ja echt sagen. Piu, piu. Ich kann nicht lesen. Das ist, das sind doch die Krankenhausreode. Schießt sie doch nicht ab. Schießt sie doch nicht ab. Macht, konzentriert nicht das Feuer. Konzentriert das Feuer auf die Droiden. Das sind die Krankenhäuser. Verdammt. Also, sie was? Konzentriert das Feuer jetzt nicht auf das Krankenhaus, okay. Das sind doch die Krankenhäuser. Lass sie in Ruhe. Und die Krankenhäuser kann die Ruder nicht überleben. Oh, verdammt. Ah, da kommt er ans runter. Gut, meine liebe Köstner. Ah, das ist ja noch Feuer nicht bis zum Schluss. Kann man benutzen, ne? Ich hasse euch alle. Bring mich ins Krankenhaus. Bitte, ich brauche einen Transporter. Die Druidenarmee ist auf dem Rückzug. Cool. Gut gemacht, Kommandant. Und jetzt bringt mich ins Krankenhaus. Aber er möchte ja Yoda synchronisieren. Sollte man dann, wenn Yoda spricht, in dem Moment Yoda rausschneiden? Oder ist es die böse Stimme im Kopf? Das kann natürlich auch sein, ne? Vielleicht ist der Yoda schizophren, hat eine Persönlichkeitsstörung. Das kann natürlich auch sein, das weiß keiner. Ja. Also erstmal wäre schön, wenn man die Qualität noch ein bisschen hochstellen könnte. Und definitiv das Gespräche von dir, das hört man so gut wie gar nicht. Also es ist wirklich extrem schwierig, da was rauszuhören. Also es ging irgendwie ums Krankenhaus, die haben aufs Krankenhaus geschossen. Und ja, mehr habe ich nicht verstanden von der Story. Schön, ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr könnt ja auch mal Kritik unten lassen oder ihr geht auf seinen Channel, also könnt ihr ja Vorschläge mal reinschreiben, bitte nicht beleidigen oder sowas, sondern einfach mal Vorschläge, wie ihr es verbessern könntet, was ihr für Vorschläge habt, wie man es verbessern kann. Wie immer, ganz oben markiert das Originalvideo und der Channel und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss!